die ihn zu sich einladen. Oh, DJ Khaled! Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, absolut richtig, mein Bart ist weg, ich schaue wieder aus wie ein Babyface, aber lasst euch davon nicht beirren, ich bin immer noch genauso alt wie vorher, 12. Liebe Leute, ihr wisst Bescheid, bald kommt meine neue Modemarke. Die letzte Frage, die sich stellt, ist, wann kommt die neue Modemarke? Aktuell habe ich ja Probleme mit der Produktionsfirma in Portugal. Keine Ahnung, ich hoffe, es geht sich bis 31. aus auf 31er Basis, weil die Typen dort verkackt haben. Still hoping, dass es sich bis 31. ausgeht. Liebe Freunde, heute ein ganz besonderes Video. Wir reacten wieder mal mit gewohnt schlechter Audioqualität, weil die ganze Scheiße, die ich da gekauft habe, noch nicht funktioniert. Aber auch das bringen wir hin. Na sicher. Heute folgendes Video. Ein Tag im Leben des reichsten Kindes der Welt. Nein, wir schauen da nicht den alten Film von Richie Rich an, sondern wir schauen heute in ein Video von Wissenswert. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger und schauen direkt hinein. Gestatten, das ist Rashid Belhassa. Er gilt schon ins... Der war schon öfter bei TAF und ProSieben, da habe ich schon Videos von dem gesehen. Frühen Kindheit als das reichste Kind der Welt. Und auch aktuell, im Alter von 17 Jahren, zählt er zu den wohl reichsten Jugendlichen des Planeten. Was ich von dem weiß, ist, der hat die krasseste Sneakersammlung überhaupt. Und Promis geben sich da gerne mal die Klinke in die Hand. Also der hat alle Leute am Start. Es einige Kinder gibt, die deutlich reichere Eltern haben als Rashid. Richie Rich. So existiert wohl niemand, der in so jungen Jahren schon so verwöhnt ist. Selbst die Kinder von Multimilliardär Bill Gates oder von Warren Buffett leben im Vergleich noch verhältnismäßig bescheiden. Rashid erhält beispielsweise nur für Schuhe. Man muss aber dazu sagen, Bill Gates gibt allgemein nicht viel Kohle aus, der lebt sehr zurückgehalten, sehr minimiert, also bodenständiger Kerl. Monatlich 5000 Euro Taschengeld. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute, wie ein Tag im Leben des reichsten Kindes der Welt aussieht und sagen euch auch, für welche kuriosen Dinge Rashid so sein Taschengeld ausgibt. Es erwarten euch Luxus, Exzess und vor allem eins, sehr viel Prominenz. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir mit dem Tag des reichsten Kindes der Welt beginnen, müssen wir erst einmal betrachten, wer Rashid Belhassa eigentlich genau ist. Ja, der Sohn von irgendeinem Scheich, der ewig viel Geld gemacht hat mit Erdöl. Er, beziehungsweise wie seine Eltern, so unfassbar reich wurden. Rashid Belhassa wurde am 5. Januar 2002 in Dubai geboren, als Sohn von Saif Ahmed Belhassa und seiner Zungenbrecher. Saif Ahmed Belhassa, Saif Ahmed Belhassa, Saif Ahmed Belhassa. Feier ich auf jeden Fall. Sein Vater Saif übernahm bereits schon in den 60er Jahren das Firmenimperium seiner Familie und vergrößerte es über die Jahre immer weiter. Die Unternehmensgruppe Saif Belhassa Group ist heutzutage so groß, dass sie Firmen aus fast allen Bereichen, wie zum Beispiel der Luftfahrt, der Energiegewinnung, Immobilien- und Aktienhandel, wie auch Technologie und Bildung umfasst. Aktuell besitzt Saif ein Vermögen von unglaublichen 4 Milliarden US-Dollar. 4 Milliarden, stell dir mal vor, ihr habt 4 Milliarden am Konto. Ich weiß nicht mal, wie viele Nullen das hat. In der reichsten Einwohner Dubais macht. Zusammen mit seiner Frau Sarah und seinen Kindern Abdullah, Mayed und Rashid wohnt er in der Wüstenstadt. Genauer gesagt auf Palm Jumeirah, einer künstlichen... Ah, das ist diese Insel, die sie extra angefertigt haben. Die haben dort ewig viel Sand aufgeschüttet, damit die dort Gebäude hinstellen können. Schaut aus wie so eine Palme, mega fettes Ding. Und ganz vorne ist dieses krasse Hotel, also jetzt nicht der Burj Khalifa, sondern irgend so ein anderes, das glaube ich auch 7 Sterne oder so hat. Legten Luxusinsel in Form einer Palme. Rashid ist übrigens der jüngste Sohn von Saif. Seine Brüder sind allesamt älter als er. Trotz seines jungen Alters ist Rashid allerdings das wohl berühmteste Mitglied der gesamten... Ja, Philipp Plein da natürlich am Start, die Bonzenmarke schlechthin. ...Familie. Auf Instagram hat er schon unfassbare 1,6 Millionen Abonnenten. Auf YouTube sogar schon über 2 Millionen. Aber wie wurde Rashid eigentlich so... Schreibt mal in die Kommentare, wenn wir uns mal ein YouTube-Video gemeinsam von ihm ansehen. Sehen sollen. Um es ganz kurz zu fassen, Rashid ist berühmt, weil er reich ist. Schon als er 2013 mit Instagram und YouTube anfing, gingen seine Videos durch die Decke. Er begann damals damit, seine unfassbar teure Sneaker-Sammlung zu zeigen und erzeugte so viel Aufmerksamkeit im Internet. Viele konnten einfach nicht glauben, dass ein Kind sich in so jungen Jahren schon so teure Dinge leisten kann. Unter dem Namen Money Kicks zeigte er dann nach und nach immer mehr aus seinem Leben und hing auch immer wieder mit berühmten Rappern und Fußballern ab.
ab, die ihm ebenfalls zu noch mehr Erfolg verhalfen. Da sein Leben voller Luxus ist und er quasi fast alles besitzt, was man sich kaufen kann, wuchs das Interesse an seiner Person in den sozialen Netzwerken extrem. Wie genau sein Alltag aussieht und welche verrückten Dinge er sich so leisten kann, zeigen wir euch jetzt. Rashid Belhassas Tag beginnt für gewöhnlich im Luxusanwesen der Familie in Dubai. Wenn er dort aufwacht, ist das Erste, was Rashid unternimmt, er hat einfach einen kleinen Löwen. Es gibt Leute, die haben Hunde, Katzen, er hat einen Löwen als Haustier. Zahlreichen Haustieren zu gucken. Doch statt Hunden, Katzen und Meerschweinchen besitzt Rashid zusammen mit seiner Familie einen ganzen Zoo. Das ist übrigens auch keine Umschreibung, sondern er hat tatsächlich einen richtigen, echten Wahnsinn. Zoo. Das erinnert mich extrem an Pablo Escobar, der hatte ja auch extra... Der, ich weiß nicht, wer von euch Narcos-Fan ist, aber ich habe erst vor kurzem wieder alle Staffeln durchgesüchtelt. Und der hat extra Vögel einfliegen lassen und das hat ihm über eine Million gekostet, dass die Vögel endlich da bleiben. Dann musste der eigene Bäume züchten. Also sehr stark an Pablo Escobar angelehnt, meiner Meinung nach. Das Anwesen der Familie ist nämlich umgeben von Tiergehegen. Auf dem riesigen Gelände befinden sich in 34 Gehegen. Da würde mich interessieren, ob in einem anderen Käfig vielleicht auch Prinz Markus lebt. 140 verschiedene Tiere. Es ist so groß, dass Rashid sogar mit einem Golfkart zu den einzelnen Stationen fahren muss, da zu Fuß laufen einfach viel zu lange dauern würde. Auch wenn er sich, wie er selbst sagt, ständig um die Tiere kümmert, so gibt es natürlich auch Menschen, die ihm dabei helfen. Er hat sogar eine ganze Mitarbeiterschaft. Das Ding ist, die sind halt schon süß, gell? Er schaut schon sehr süß aus. Ich würde jetzt nicht sagen, feier ich, Bro, hätte ich auch gern, würde ich genauso tragen. Nein, okay, ich würde sowieso keinen Pelz tragen, aber das... Wenn du die nicht von klein auf hast, das ist einfach viel zu gefährlich, der killt dich. Nur um das Wohlergehen der Tiere kümmert. Das ist auch daher sehr wichtig, da die Familie viele sehr seltene Tierarten, wie etwa den Liger, also eine Mischung aus Tiger und Löwe, hält. Eine Mischung aus Tiger und Löwe. Die haben sich gepaart. Und da kommt dann ein Tier dabei raus. Ein Liger. By the way, extrem kreativ aus Löwe und Tiger Liger zu machen. Props gehen raus an den Namenserfinder. Deren Pflege sehr aufwendig ist. Auch normale Tiger und Löwe. Wie süß sind die? Schaut sich das mal an. Alleine dieses kleine Gesicht. Schon mega süß. Sind auf dem Zoogelände häufig anzutreffen. Ebenso wie Giraffen, seltene Vogelarten, Affen und sogar Bären. Ich hätte mega gerne einen Affen als Haustier. Wir würden uns sicher gut verstehen. Eine weitere Besonderheit des Zoos ist, dass Rashid allen Tieren Promi-Namen gegeben hat. So heißt einer seiner Tiger zum Beispiel... Na, aber Yeezy ist doch kein Promi-Name, bitte! Yeezy, ein Löwe Jackie Chan und ein Affe Paris Hilton. Ein Affe heißt Paris Hilton. An dieser Stelle Grüße gehen raus an den Alex. Zeig das mal deiner Freundin. Ich glaube, die wird sich nicht sonderlich freuen. Ein Giraffenpaar nannte Rashid Ernie und Bert. Und zwei Orang-Utans taufte er Gucci und Versace. Apropos Kleidung. Nach der morgendlichen Zootour muss sich Rashid für die Schule fertig machen. Auch wenn die meisten Kinder keinen großen Spaß... Ja, aber der geht bestimmt nicht in eine normale Schule. Der hat sicher Heimunterricht, oder? ...daran haben, sich morgens einzukleiden, sieht das bei Rashid ganz anders. Die wollte ich immer haben. Das war eins meiner größten Grails überhaupt. Das sind diese Adidas Ultra Boost Uncaged. Mit dieser orangenen Sohle, die sind einfach Bombe, die wollte ich immer haben, weil ich finde auch die Form und dieses Design sieht einfach aus wie ein Sportwagen. Also feier ich, Bro, würde ich genauso tragen, waren in meiner Größe leider schon ausverkauft. Als eines der reichsten Kinder der Welt unterscheidet sich auch sein Kleiderschrank sehr von dem anderer Menschen. Okay, wir haben hier kurz gesehen. Kinder der Welt unterscheidet. Er hat, glaube ich, auch seinen eigenen Merch. Money Kicks ist ja seine Marke, also da gibt es zum Beispiel Rucksäcke zu kaufen. Sich auf seinen Kleiderschrank. Erinnert mich an Philipp Plein mit der Mischung aus Zoo, den er da zu Hause hat. Von dem anderer Menschen. Nur für seine Schuhe hat er ein ganzes Zimmer, das sich in einem eigenen Gebäude mitten im Zoogelände befindet. Seine Sneakersammlung hat einen Gesamtwert von über 1 Million Dollar. Manche Wahnsinn, 1 Million Dollar für Schuhe. Kosten mehrere 10.000 Dollar und sind sogar Spezialanfertigungen von befreundeten Designern. Also mein teuerster Schuh kostet ein bisschen was über 1.000 Euro, glaube ich, oder 1.500, ich weiß nicht mal welcher. Egal, genau das feiere ich. Gar nicht zum Verkauf stehen. Einige Exemplare wurden ihm auch von Fußballstars wie Paul Pogba geschenkt. Warum er übrigens so viele Promis kennt und sogar mit ihnen befreundet... Da haben wir sie, den Orang-Utan namens Paris Hilton. Oh nein, Paris Hilton im Original.
Das sagen wir euch gleich. Kommen wir aber erstmal zu seinem Schulalltag, nachdem sich Rashid umgezogen hat. Da sitzt er in Maybach, oder? Ist das ein Maybach? Oder ist das ein... Ja, ist ein Maybach oder ist ein Rolls-Royce? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Da hinten ist noch ein Reifen dran. Es ist sicher ein SUV, also ich bin komplett falsch. Zur Schule gefahren. Er besuchte die renommierte International School of Arts and Sciences in Dubai, die als eine der teuersten Privatschulen des... Oh mein Gott, aber das sieht doch nicht nach einer teuren Privatschule aus, sondern einfach nach einer klassischen Mittelschule. Sein Lehrer ist Rashid, einer der besten Schüler im ganzen Jahrgang. Besonders in Sport oder in Mathematik erreicht er Bestnoten, da die Schule sehr hohe Gebühren... Respekt dafür, dass er in Mathe Bestnoten erreicht, habe ich immer die schlechtesten Noten gehabt. Eine Aufnahme verlangt, sind Rashids Mitschüler häufig ebenfalls sehr vermögend. Einer seiner besten Freunde fährt so zum Beispiel auch einen Lamborghini. Was uns zu der Frage bringt, mit welchen Transportmitteln der wohl reichste Teenager der Welt eigentlich selber unterwegs. Er hat einfach einen Ferrari mit Supreme. Weiß nicht, ob es eine Lackierung oder eine Folie ist, aber Louis Vuitton Supreme als Ferrari. Es ist privat besitzt der 17-Jährige ein Ferrari F12 Berlinetta. Das Auto fällt besonders durch seine ungewöhnliche Folierung. Schreibt mal bitte in die Kommentare eure Meinung zu diesem Fahrzeug, ob euch die Lackierung bzw. die Folie gefällt. Mein Fall ist es nicht. Fahre ich nicht, Bro, würde ich nicht so tragen. Denn Rashid hüllte den Sportwagen komplett in eine Supreme und Louis Vuitton Textur ein. Obwohl der Wagen mehrere hunderttausend Dollar kostet und Rashid kaum Zeit hat, den Ferrari zu nutzen. Ja, hier können wir sehen, dass es eindeutig, also ich bin mir relativ sicher, dass es eine Folie ist, denn an der Innenseite ist die Lackierung noch weiß. Autoprofi. Seine ungewöhnliche Folierung. Autoprofi. Das einzige Auto in seiner Sammlung. So. Hat auch, haben wir gerade kurz gesehen, diese Supreme. Ich gehe nochmal zurück. Kaum Zeit hat, den Ferrari zu nutzen, ist dies nicht das einzige Auto. Die Supreme Louis Vuitton Brille, allein die kostet, ich glaube, die ist schon bei 3. Die schwarze ist ein bisschen billiger als die rote, aber ich glaube bei 3.000, 4.000 Euro. In seiner Sammlung. So umfasst sein Fuhrpark noch einen Rolls-Royce, einen Hammer und zahlreiche weitere teure Fahrzeuge. Einfach nochmal das gleiche Auto in Gelb. Kann er die Autos übrigens nicht, da dies in Dubai erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Seine Lieblingsbeschäftigung ist daher vorerst, sich einfach ins Auto zu setzen. Na, das glaube ich nicht, der fährt bestimmt auch alleine. Die haben Privatgrund und auf Privatgrund, zumindest ist es in Österreich und ich glaube auch in Deutschland so, auf Privatgrund kannst du machen, was du möchtest, da musst du keinen Führerschein haben. Aufzuschalten und sich den Sound des Fahrzeugs anzuhören. Jetzt stellt euch mal vor, das würde stimmen, was der sagt. Und der macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich in die Autos hineinzusetzen. Vroom, vroom. Cooles Hobby, Bro. Nachmittags von der Schule nach Hause kommt, wartet dann wieder sein eigener Privatzoo auf ihn. Und nicht selten besucht ihn dort auch mal ein bekannter Promi. Warum? Okay, das heißt, er gibt vermutlich, weil wir da gerade Jackie Chan gesehen haben, vermutlich gibt er den Tieren den Namen von berühmten Personen, die bei ihm schon zu Hause waren. Aus halt Yeezy, Gucci und Versace. Wer kommt heute zu Besuch? Der Yeezy! Na sicher! Zahlreiche Promis wie Paul Pogba, Lionel Messi oder auch Boxerlegende Floyd Mayweather einfach so mit dem Jugendlichen in Dubai treffen, hat vor allem einen Grund. Laut Rashid kommen alle Stars bei ihren Dubai-Aufenthalten immer erst zu ihm, weil sie... Er bezahlt die aber auch dafür und macht ihnen großartige Geschenke. Das habe ich auch schon in Beiträgen gesehen. Tiger in seinem Zoo sehen und streicheln wollen. Sein Zoo ist also eine Art Promi-Touristenmagnet, der ihm immer wieder unglaubliche Treffen ermöglicht. Fußball-Weltmeister hängen dann auch einfach mal bei ihm im Wohnzimmer ab und Supermodels chillen bei Rashid am Pool. Extrem unabsichtlich in den Pool gefallen gerade. Rashid am Pool. Ihn besuchten auch schon Hollywood-Stars wie Jackie Chan, Musiker wie Cardi B oder 6ix9ine und selbst unter seinen engeren Freunden befindet sich große Prominenz. Er hängt öfter mit YouTuber Logan. Logan! Wer ist denn der Logan? Kommentare. Und einer seiner besten Freunde ist Mo Vlogs, der wohl bekannteste Vlogger aus ganz Dubai. Nur einen Star hat Rashid bisher noch nicht getroffen. In einem Interview erklärte er, dass es sein größter... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Kanye West...
Traum wäre, eines Tages mal Basketballstar Michael Jordan zu treffen. Obwohl er sogar bei Begegnungen mit Ronaldo und Messi schon cool blieb, würde er, wie er selbst sagt, bei einer Begegnung mit Michael Jordan absolute Panik bekommen. Und das sagt ein Junge, der sogar schon mal die gesamte A-Mannschaft von Manchester United bei sich zu Hause im Ankleidezimmer hatte. Doch all das ist für den 17-Jährigen nur Freizeit. Denn abseits der Schule ist Rashid auch als Unternehmer tätig. Er nutzte seine unglaubliche Social-Media-Reichweite aus, um eine eigene Marke zu etablieren. Und Money Kicks. Namen Money Kicks betreibt er inzwischen ein... Okay. Erstens mal, Bro, würde ich nicht genauso tragen, weil schmeichelt nicht unbedingt deine Figur. Zweitens, dieses übertrieben lange, das jetzt eigentlich eh schon wieder komplett aus der Mode ist, das war 2016 oder so, 2015, 2016, gefällt mir persönlich nicht, aber wenn ihr, ich bin gespannt, hoffentlich sagen die den Preis. Klamottenlabel, natürlich sind die Produkte... Ja, okay. Wahnsinn! Oh, okay, aber das ist nicht seine Marke, das ist Babe, oder? Das ist doch 1:1 das Design von Babe. Seiner Modemarke nicht gerade günstig. Rucksäcke können auch schon mal bis zu 140 Dollar. Und das ist Gucci? Und tatsächlich gelang es ihm durch seine Marke. Das ist einfach alles nachgemacht, Freunde. Bereits. Und dann verlangt er viel Geld dafür. Kein Wunder, dass der so. Wer kauft das? Immer unabhängiger von seinem Vater zu werden. Schätzungsweise 3 Millionen Dollar soll er bereits mit dem Verkauf eigener Klamotten verdient haben. Naja, ein paar dürft's geben. Hätte ich das kaufen. Mit einem Freund arbeitete er sogar schon an der zweiten Luxusmodemarke namens KA1. Sein anderes Business. KA1. Grüße gehen raus. Guten Appetit. Er sich um die Pflege seiner Social-Media-Accounts. Er dreht YouTube-Videos mit seinen Promi-Gästen und hat vor allem durch Instagram-Account ein zusätzliches Einkommen. Wenn er mal nicht am Arbeiten ist und auch keine Schule hat, macht Rashid auch gerne mal Urlaub. Seine Familie besitzt Luxusanwesen in der ganzen Welt, unter anderem auch in den USA. Gereist wird daher immer per Flug. Oh mein Gott, es ist einfach ein zweistöckiges Flugzeug, privat noch dazu. Mal im Privatjet des Vaters, manchmal aber auch auf Linienflügen in der ersten Klasse. Ein Flug kann da auch schon mal 30.000 Dollar kosten. Auch im Urlaub trifft er dann große Stars. Ja, Louis Vuitton Supreme Rucksack, auch der aktuell bei 5.000 oder 7.000 schon. Die ihn zu sich einladen. Oh, DJ Khaled! Vor kurzem war er zum Beispiel bei Musiker DJ Khaled und begleitete in Miami ein Musikvideo. Da Rashid morgens immer früh aufsteht, geht er auch relativ früh ins Bett. Und somit ist er auch schon vorbei. Der eine Tag im... Okay, einfach mal Skifahren in dieser... Da gibt es in Dubai eine eigene Halle, da kannst du Ski und Snowboarden auf Kunstschnee. Des reichsten Teenagers der Welt. Was würdet ihr denn machen, wenn eure Eltern Milliardäre wären? Würdet ihr so leben wie Rashid oder würdet ihr es vielleicht auch ganz bescheiden bevorzugen? Das würde auch mich interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Leben dann verbringen würdet. So, fertig. Liebe Freunde, das war's von diesem Video. Ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ah, habe ich vergessen, schaut auf Instagram vorbei. MaxOBMe, da gibt's jetzt immer wieder laufend nicht nur nice Stories, sondern auch die neuesten Infos zu meiner Modemarke MAM. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian.